Also machen wir das gleich und bauen das, wenn ich genug Tin und grüne Grisseldinge habe. Tin müsste problematisch sein, das wird nämlich gerade alles ver... Oh. Hatten wir nicht eben gerade noch Probleme, genug Tin reinzuschaffen für diese eine doofe Fabrik? Ah, das ist sehr komisch. Und hier ist mir persönlich gerade zu viel Zeug drin. Das sollte eigentlich irgendwo im System sein und nicht die Kiste da vollmüllen. Also tu das mal weg. So. Das auch. Das auch. Und ich hätte ganz gerne grünes Grisselzeug. Fordere das mal an. Das ist Yogi. Da. Nicht 1000, sondern einfach nur hier. Ein. Bau. Gut. Das kann gleich wieder zurück. Da rein. So. Und die bitte abbrechen, weil die Roboports sind wesentlich wichtiger. Dass wir die Abdeckung hierfür haben. So, da hinten bist ja auch noch eine. Also wir haben noch viel mehr Kram. Schick. Ich mag es, Kram zu haben. Dum, dum, dum. Dum, dum. Alles voll Zeug. Oh, das ist... Das ist ein passive Provider. Das ist nicht so gut. Alles wieder raus. Hier kann es rein. Habe ich erwähnt, dass wir unbedingt die nächste MK-Stufe brauchen in gelben Kisten? Das ist doch ganz schön lästig so. Also die würde ich einfach irgendwo eine lila Kiste hinstellen können. Alu, Alu, Tin, Silber brauche ich nicht im Inventar. Achso, ich fordere jedes Mal einen an, ja. Ja, weg. So. Genau, Robot ist in Arbeit. Das hätte ich wohl beschleunigen können, hätte ich mir Steel Bearings irgendwo hergeholt. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Die ganzen Dinger sollten irgendwann mal sortiert werden. Das Schwefelholz sollte ich auch irgendwie mal einstellen. Wobei ich glaube ich gerade keinen wirklichen Abnehmer habe für die Schwefelsäure. Ja, trotzdem ist das nicht ganz so nett. So, weg, 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 weg. Weg. Und da ist er. Roboport MK2. Momentan reichst du bis zu der Fabrik. So. Jetzt reichst du bis zu den Türmen. Sehr schön. Also Abdeckung ist wieder gewährleistet. Und ich denke, das könnte glatt hinhauen, wenn nicht mit dem, dann mit der nächsten Stufe, dass wir jeweils immer über die Aux Station einen Roboport setzen können und damit eine komplette Abdeckung hinbekommen. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng mit dem Aufladen, weil das so wenig Roboports sind, aber da kann ich ja diese Pads überall zwischensetzen, wo gerade Platz ist. Ja, das klingt gut. Ich hätte gern mehr davon. Also schnapp dir nochmal Grisselzeug. Bauen noch einen davon. So, und stopp, abbrechen. Vorher suchen wir die Stahlgeschichte hier. Ihr seid Titan, ne? Ja, Stahl war hier unten. So. Stahlzahnräder hättest du auch noch ganz gerne. Na gut. Wow. Mist. Was passiert, wenn man einen klitzekleinen Fehler macht? Was mich daran erinnert, regelmäßig die Kisten zu prüfen. In den Kommentaren tauchen nämlich regelmäßig solche Schmunzler auf. So nach dem Motto, ich glaube, du hast da vergessen, die Kiste zu beschränken. Ja. Aber ich kann jetzt nicht alle überprüfen. Ich hoffe mal, es war nichts allzu Wichtiges. So wie das hier zum Beispiel. Genau. Ja, und ich wundere mich, warum zwischendurch die Ressourcen knapp sind. Aber gut. Das Schwefelholz muss ich jetzt verarbeiten. Sonst müllt mir das alles zu. Das heißt, ich setze einfach... Hier ist frei, oder? Nee, nicht wegen dem. Ein Blueprint. Ich habe das Blueprint nicht mehr. Mist.
Das ist der Nachteil, wenn man alles wegschmeißt. Ich weiß jetzt nicht, wo er Blueprints einsortiert. Was ist, wenn ich Blueprints anfordere? Fordere mal Blueprints an. Kriege ich dann nur die leeren oder kriege ich dann auch so Zwischenzeug? Und unter was fallen Blueprints? Da. Fordere bitte Blueprints an. Ich krieg nichts. Na gut, dann muss ich selber eins herstellen. Stell ein Blueprint her. Und mach einfach. Achso, es muss ein leeres Blueprint sein. Okay, schummeln wir. Wir machen das so. Bauen es auf, machen es leer und machen dann nochmal ein neues Blueprint. Du, da bitte. Die Dinger brauchen wir nicht mehr. So, du bitte stellst gar nichts her. Du forderst bitte gar nichts an. So, und davon können wir jetzt ein neues Blueprint machen. So, und das kommt hier unten rein. Damit ich nicht aus Versehen wieder, ne, das wegschmeiße später. Mach das leer, verdammt. So. Du forderst jetzt an. Schwefelholz. Und dann machst du Schwefel auf Schwefelholz. Ja. Und wer macht die Setzlinge? Habe ich das überhaupt automatisiert? Ja, habe ich. Okay, jetzt muss ich nur noch da beschränken, dass da nur Schwefel reinliegt, wenn wir mehr als x Setzlinge haben. So, du machst das bitte nur, wenn Schwefelsetzlinge größer als, keine Ahnung, 10. Ja, also sobald wir keine Setzlinge mehr haben, wird auch nichts mehr da reingesetzt. Damit die Fabrik unten das dann bekommt, dann passt das. Du forderst bitte. Mach das mal auf 50. Damit es hier nicht so irgendwelche Komplikationen gibt. Nicht beschränken. Jetzt haben wir ganz viel Schwefel. Das ist der Nachteil an der Farm. Erstmal sieht sie doof aus. Passt nicht in unser Hightech-Muster hier rein. Und dann arbeitet sie so viel. Er macht 10.000 Schwefelholz, verdammt nochmal. Wenn ich das jetzt verarbeite, haben wir 18.000 Schwefel. Ich brauche gar keinen Schwefel. So, mach das weg. Ich will dich nicht mehr sehen. Wir haben bis zum Lebensende, beziehungsweise Staffelende genug Schwefel. Denke ich, hoffe ich, meine ich mal. So, und ich glaube, die Farm, die Holzfarm, reiße ich auch irgendwann demnächst ab und mache dann einfach irgendwo eine Replicator-Farm, die Holz herstellt. Ist dann wesentlich angenehmer. Gut, das war befriedigend. Wir werden da am besten angegriffen. Das ist nicht so schön. Ich setze noch kurz den Roboport hier hin, teste, ob das mit der Reichweite hinhaut. Und danach mache ich einen kurzen Trip zu den Außenposten, um Ressourcen abzufangen. Damit, für den Fall, dass die Basis überrannt wird, wir wenigstens die Ressourcen haben. Oh, Turm zerstört und Roboter zerstört. Ja, ich komme gleich, keine Sorge. So, Abdeckung checken. Abdeckung gewährleistet. Das ist ein bisschen nah dran. Abdeckung gewährleistet. Ja, wir kommen gleich. Abdeckung gewährleistet. Jo, also es reicht. Immer bei der Aug Station jeweils ein Roboport MK2 obendrauf. Und wir haben komplette Abdeckung für die ganze Basis. Wenn später auch alles mit Aug Stations abgedeckt ist. So, ja, ja, wir kommen. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Weil das sieht nicht gut aus. Ist das jetzt eine neue Beiterart oder warum werdet ihr gerade so verprügelt? Big Spitter. Nö, sind nur viele gewesen. Ja, es schießen nur 3 Türme. Gott, gib mir Tintin. Und mach euch weg. Weg, 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 weg. So. Zerstört die Basis, habt Spaß. Wobei, dann werde ich durchgehen mit Wee, Wee, Wee genervt, ne? Genau. So,
das einmal alles einsacken. Ich weiß nicht, ob ich die Mauern abreißen soll. Eigentlich sollten wir jetzt hier gar nicht mehr angegriffen werden, weil hier kein Smog-Generator ist. Aber wer weiß, das Alien-Licht nicht mit. So, also hoffentlich haben wir jetzt unsere Ruhe hier. Das Zeug schmeiße ich gleich rein. Die setze ich mal hier hin, damit sie auch hoffentlich gleich repariert werden. Irgendwas pinkt die ganze Zeit. Okay, die werden gleich repariert. Genau. Die Sonderschmelzen kriegen das Zeug da. Warum arbeitest du so langsam? Achso, weil du nur uralt schmelzen bist. Ach Gottchen. Mach das mal anders. So. Damit das Silbererz von den Sonderschmelzen wieder eingeschmolzen werden kann. Apropos Sonderschmelzen. Blub. Blub, blub, blub. Was ist das? Ja, kannst du auch machen. Okay. Wo werden wir jetzt angegriffen? Oben links ist alles okay. Kann ich nicht vielleicht schon bessere Kisten? Nein. Ach genau, Speedmodule. Zing, zing, zing. Mehr Speedmodule bauen. Zack, zack, go. Okay. Das war ja eine von den Sachen, die ich mir vorgenommen hatte für diese Folge, ne? Also das mit den Roboports checken und die Forschung und die Schmelzen beschleunigen. Wobei du irgendwie gar nichts machst. Wofür warst du zuständig? Glas, oder? Ich glaube schon. Du machst auch gerade gar nichts. Alles hier völlig verbuggt. Aber ich sehe schon 800 Stahl unten. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können dich auch wieder auf Glas umstellen. Das heißt, du forderst... Ach, tust du schon. Hä? Du forderst 50 Sand und wir haben keinen Sand? Achso, weil ich unten komplett auf Stein umgestellt habe. Okay. Ja, das da unten muss eh bald weg. Und hier hinten aufgebaut, damit es näher dran ist an den zukünftigen Fabriken. Du kriegst zu langsam Wasser. Warum? Setzt die gleich mal neu. Vielleicht, die haben ja manchmal so einen Bug, dass sie... Die sind aber zu schwach. Also bräuchte ich bessere Offshore-Pumps, theoretisch. Oder mehr. Dafür bräuchte ich auch wieder Stein. Dim, dim, dim. Abbrechen. Wo sind Rohr? Ich brauch stinkende Rohre. Da. Also bis wir es da hinten neu aufbauen, pappe ich hier aber nochmal zwei hinten ran. In der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. Und die sich hier schneller füllen. Ja, sieht auch wesentlich besser aus. Sehr gut. Mehr Dreckwasser, gleich mehr Stein. Ja, damit. Weil ich brauche auch Stein, um wieder mehr Liquid herzustellen, um noch mehr Stein herzustellen. Und der Außenposten da oben, den habe ich ganz vergessen, der wird auch noch angegriffen. Und die können mal raus. Gut. So, du bist kurz bald durch. Ich habe tierisch viel Kram im Inventar da nicht reingehört. Stell mal irgendwo eine lila Kiste auf. Ich habe natürlich keine lila Kisten. Ach ja. Zehn. Hatte ich erwähnt, dass ich gerne mehr Logistik-Slots hätte. Hoch, 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 hoch. Das sieht doch gut aus hier. Ja, also das hält. Wenn so viele Türme so dicht beieinander sind. Das andere ist ein bisschen problematisch. Das ist da unten. Oder war problematisch. Also weil die Topaz-Türme da sind, sollte das alles okay sein. Wonach ich übrigens auch mal wieder gucken sollte, wie weit die Edelsteine inzwischen sind. Falls ich da schon so ein bisschen was vorbereiten kann. Also ein paar Topaz-Türme dazwischen würden schon echt einen Riesenunterschied ausmachen, denke ich. So, und immer mal wieder zwischendurch die da bauen. Dafür auch schön lila Science Packs bekommen. Und gleich haben wir die Combat Laser Shotgun. Die übrigens Kobalt braucht. Kobaltit war das, ne?
muss ich gleich mal abbauen.